Hallo Freunde, ich habe mal wieder einen Ausflugstipp für euch. Und zwar sind wir in diesem Video an der Teufelsmauer im Harz, genau in Wettersleben. Die Teufelsmauer im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt ist eine aus hartem Sandstein der oberen Kreide bestehende Felsformation im nördlichen Harzvorland, die auf etwa 20 Kilometer Länge von Ballenstedt über Rieder und Wettersleben bis nach Blankenburg verläuft. Zahlreich markant herausragende Einzelfelsen der Harzklippen tragen Eigennamen, wie die Adlerfelsen, der Cäsarfelsen und das Hamburger Wappen. Die Teufelsmauer bei Wettersleben und Warnstedt ist wohl der attraktivste Teil der Teufelsmauer. Hier befindet sich der Königstein, welcher aufgrund der Schroffheit und Höhe seiner einzelnen Felsen zu den beeindruckendsten Teilen der Teufelsmauer zählt. Die Teufelsmauer ist ein schönes Ziel für Wanderer, aber auch einfache Spaziergänger wie wir kommen auf ihre Kosten. Die Sage von der Teufelsmauer geht wie folgt: Einst soll der Teufel dem Herrgott vorgeschlagen haben, die Welt unter sich aufzuteilen. Zu diesem Zweck wollte der Teufel eine große Mauer zur Trennung der beiden Reiche bauen. Der Herrgott willigte ein, machte jedoch zur Bedingung, dass er diese in einer Nacht bis zum ersten Hahnschrei vollendet haben müsse. Eine Bauersfrau, die ihren Hahn auf dem Markt verkaufen wollte, kam des Nächtens an der Stelle vorbei, an der der Teufel sein Werk verrichtete. Als sie diesen sah, erschrak sie, stolperte und der Hahn fing an zu krähen. Daraufhin dachte der Teufel, er hätte es nicht geschafft und zerstörte die fast fertige Mauer. Thank you.
Uns zog es an diesem Tag noch bis nach Dimmenrode. Dort zeigt die Teufelsmauer auch noch einmal eine ihrer schönen Seiten. An dieser Stelle beende ich das Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir sehen uns wieder auf diesem Kanal. Bis bald, eure Urlaubskatze.